Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zum allerersten Vlog hier auf diesem Channel. Auf den heutigen Tag freue ich mich sehr, denn ich bin gerade auf dem Weg, um einen sehr guten alten Freund aus Deutschland zu treffen. Wir treffen uns am anderen Ende der Stadt und da brauche ich circa so 1,5 Stunden mit dem Bus hin, ohne Verspätung. Let's go! Ja, genau, ich bin ja einfach viel zu früh. Mein Bus fährt in so 20 Minuten und es ist echt kalt. Wir haben so um die minus 8 Grad. Watch them grow, perceive, devote. This is the seed, light the show. Watch them grow, I dream, I know. Deep are my feelings for you. Watch them grow, perceive, devote. This is the seed, light the show. Watch them grow. Jetzt richtig krass am Schneien hier. Ja, Julian muss jetzt schon wieder los. Ich habe gerade noch meine Haare geschnitten. Ich weiß nicht so wirklich, ob ich damit zufrieden sein kann. Guck jetzt, dass ich irgendwie nach Hause komme mit den Bussen hier. Das ist immer nicht ganz so einfach. Ich bin endlich zu Hause angekommen. Die Busfahrt, die normalerweise eine Stunde dauert, hat gerade eben 3 gedauert. Einfach aufgrund von diesen mega Schneemassen, die da auf einmal runtergekommen sind. Ja, das war's mit dem heutigen Tag. Wir haben auf jeden Fall gut eingekauft. Wir haben ein paar gute Sachen gefunden, auch vor allem was Weihnachtsgeschenke angeht. Aber dieses Video ist noch nicht zu Ende. Ich werde morgen nochmal über einen wichtigen weiteren Aspekt über das Thema Gastfamilien reden. Ein bisschen als Anknüpfung zum letzten Video. Das ist vor allem für die Leute, denke ich mal, interessant, die planen, ein Auslandsjahr zu machen oder gerade dabei sind. Aber der Rest kann natürlich auch gerne dranbleiben. Was ist das denn? Nach dem Schneesturm gestern, heute 8 Grad und Regen. Um jetzt noch einmal auf das Thema Gastfamilie zurückzukommen. Und zwar geht es um eine Frage, die mich selber auch sehr beschäftigt hat in den letzten Monaten. Und die ich nicht ganz einfach finde. Und zwar, wann wechsle ich meine Gastfamilie? Ja, wie gesagt, eine Frage, die sich mir sehr häufig gestellt hat. Und ich muss sagen, vor allem in der ersten Familie, die Situation hat sich für mich deutlich anders angefühlt, wie ich sie mir vorgestellt hätte, wenn ich meine Familie wechseln würde. Und zwar, mir ging es ja nicht wirklich schlecht so, aber man musste es wirklich sehr von außen betrachten, aber auch sehr differenziert. Wenn man sich seine Gesamtsituation hier anguckt, muss man sich wirklich überlegen, okay, was sind jetzt Einflüsse von Freunden, die man hier neu gefunden hat, neue Leute, die man kennengelernt hat, was sind Einflüsse von der Schule und was ist wirklich deine Situation abgeschottet von all dem in deiner Gastfamilie. Denn es kann natürlich sein, das war bei mir auch so, vor allem in der ersten Familie, ich hatte eine gute Zeit so, mir ging es nicht schlecht und so weiter, aber das lag halt überhaupt nicht an der Gastfamilie, das lag komplett an der Schule, das lag an den neuen Leuten, die ich kennengelernt habe, wir haben geile Sachen gemacht, aber halt überhaupt nichts mit der Gastfamilie. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, und zwar, man kann es schon nicht schlecht gehen so, also man muss jetzt nicht irgendwie heulend in der Ecke sitzen, weil seine Gastfamilie so scheiße ist. Aber wenn man das wirklich differenziert betrachtet und sich mal wirklich überlegt, was die Gastfamilie tut für einen, wie die Situation in der Familie ist, wie die Leute sich so zu einem verhalten und so wie so das ganze menschliche Miteinander ist. Es gibt dann auch noch einen sehr wichtigen Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Das ist
die Sache der Gewöhnung. Man kann sich wirklich an jeden Scheiß gewöhnen. Das ist mir besonders jetzt hier aufgefallen. Das ist auch der Grund, warum ich meine erste Gastfamilie erst nach 2 Monaten gewechselt habe, was im Nachhinein betrachtet viel zu spät war. Und ja, man darf sich halt einfach wirklich nicht an irgendwas Schlechtes gewöhnen. Und wenn man sich daran gewöhnt, dann kommt es einem nicht mehr so schlecht vor, weil man daran gewöhnt ist. Es ist normal. Und das ist einfach etwas, was passieren kann. Und was aber sein Auslandserlebnis erheblich beeinträchtigen kann. Und darum geht es natürlich, das zu verhindern. Deswegen wirklich, wenn man nicht hundertprozentig zufrieden ist in seiner Gastfamilie, wirklich Step 1 als differenziert betrachten, was gehört zur Gastfamilie, was nicht. Step 2, sich überlegen, woran habe ich mich schon gewöhnt? Woran merke ich, dass man sich gerade dran gewöhnt? Und wie gesagt, man kann sich wirklich an so vieles gewöhnen. Man kann sich an Pöbeleien der Gastmutter gewöhnen und so weiter. Und das ist einfach nicht Sinn der Sache. Und dafür ist es auch natürlich auch da das Prinzip, dass man seine Gastfamilie wechseln kann. Und es ist auch wirklich nicht sonderlich schlimm. Und wenn man sich überlegt, okay, ich möchte nicht wechseln, weil ich möchte zu 100%, dass es sich verbessert. Oder okay, ich bin zu faul, aber das sollte halt einfach nicht sein. Und wenn es schlechter wird, man kann immer ein zweites Mal wechseln. Natürlich, irgendwann wird es dann zu viel und bockt dann auch irgendwann gar nicht mehr. Aber man muss einfach mal ein bisschen Risiko eingehen, wenn man sich überlegt, man ist schon so weit gegangen, dass man wirklich für ein Jahr seine kompletten Freunde, seine komplette Familie hinter sich lässt, in ein fremdes Land geht, um dort wirklich eine geile Zeit zu haben. Dann darf man sich nicht von so einer lächerlichen Kleinigkeit, die es dann am Ende ist, im Verhältnis seine Gastfamilie zu wechseln, sich davon beeinträchtigen lassen und zu faul sein und sich an irgendetwas gewöhnen. Das sollte einfach nicht sein. Wenn man sich überlegt, eure Eltern haben wahrscheinlich sehr viel Geld dafür ausgegeben und einfach dafür, dass ihr eine geile Zeit habt und deswegen wirklich, lasst euch nicht von sowas runterkriegen. Wechselt einfach. Probiert es einfach aus, nehmt ein Risiko. Hey, wenn es scheiße ist, man lernt auch daraus, man entwickelt seine Persönlichkeit auch daraus weiter und im Endeffekt hilft es einem wahrscheinlich sogar mehr, als wenn man von Anfang an sehr viel Glück hatte. Ja, das war einfach etwas, was ich unbedingt nochmal loswerden wollte, anschließend an das letzte Video. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut da natürlich auf jeden Fall gerne mal vorbei, das habe ich bestimmt irgendwo hier verlinkt. Und ansonsten war es das auch mit dem Video für heute. Danke fürs Zuschauen, haut rein, ciao.